Hallo, ich bin Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 31.08.2021, damit den letzten Handelstag im August. Und die meisten dürften wohl zum Montag, ähnlich wie die jungen Damen hier vom Fenster gesessen haben, draußen in Deutschland geregnet überall. Und am DAX hat sich nichts bewegt. Also der ist wirklich nahezu fast auf der Stelle stehen geblieben. Er ist ein bisschen höher gekommen als noch als zum Freitagsschluss. Wir sind ja rausgegangen hier knapp um die 8,60 rum und wir sind jetzt aus dem Handel gegangen zum Montag bei 8,90. Das heißt, all das, über das wir gestern gesprochen haben, ist gar nicht zum Tragen gekommen, denn es ging ja primär darum, was passiert, wenn der DAX oben die 900 knackt oder was passiert, wenn er sich nach unten wieder zurückfallen lässt. Er hat weder das eine noch das andere getan, weder ist er unter dem unter dem Freitag einfach runtergearbeitet, ne? Noch hat er auf der Oberseite die 900 umlegen können. Damit bleibt eigentlich alles im Grunde genommen gleich. Wir können einfach die Sachen rüberziehen. Muss gucken, dass ich es hier alles mit einmal gegriffen kriege. Das bleibt doch weiterhin gültig. Natürlich muss man schon sagen, er ist jetzt hier über diese Trendlinie drüber halt. Also der Abwärtstrend ist per se erstmal eigentlich schon gebrochen. Was jetzt fehlt, um einen richtigen Ausbruch noch zu machen, ist Volumen. Ja, und der Dienstag hat dadurch natürlich schon einen gewissen Vorteil, hier auch ein bisschen auf Strecke zu gehen, weil die meisten, ich sag's mal, wie es ist, ne, wenn der anfängt nach oben zu ziehen, dann wären früh 8.30 Uhr, werden die ersten schon drinnen stehen, da kommt jetzt der Turnaround und dann nur dagegen feuern, und von daher hätte er auf jeden Fall zum Dienstag den richtigen Wochentag an der Seite, aber den hätte er am Montag ehrlich gesagt auch schon gehabt, ne? Also Montag da ein bisschen durchzuziehen. Ja, aber ich glaube, also ich bleibe trotzdem dabei. Ne? Also oberhalb von 949 kriegt er von mir deutliche Aufwärtstendenz Richtung 1620, Richtung 1665, Richtung 1620. Das scheint es noch nicht zu brauchen. Hier ein neues Tief von der Bewegung. Er muss sagen, es ist mir echt fast ein Tacken zu korrektiv, wie der hochkommt. Das wirkt schon fast wie eine Verkeilung, was der hier macht. Also die Verkeilungen lösen sich ja eher nach. Also das wäre eine bärische Verkeilung, die sich ja dann eigentlich eher nach unten auflösen müsste. Aber da habe ich auch eine klare Meinung zu. Also solange das nicht kommt, dann stelle ich es zurück. Ja, das heißt, ich will, also unter, wenn der eine 840 wieder nach unten jetzt knackt zum Design, ja, gerne. Dann darf er auch zu 800 gehen, und wenn er mir die noch kaputt macht, dann darf er auch runter. Dann darf er auch runter. Dann darf er auf eine 37 hier. Die sieht recht attraktiv aus. Hier verbinden sich nun gleitende Durchschnitte miteinander, das Bollinger Band, das untere Bollinger Band. Das hat man ohnehin schon als Anlaufstation für den Montag vorgesehen, wenn er unten rausarbeitet. Also ich glaube, so eine 37, das wäre zum Dienstag ein schönes Programm, schönes Ziel, vielleicht auch schönes Tagesziel, wenn er dann eben nach unten arbeitet. Oder kriegt halt über 900 seine Zündung. Und da ist es ein bisschen ähnlich, wie wir das letzte Woche gemacht haben. Das lasst euch da nicht irritieren, wenn die Tage so ruhig sind. Ja, also das ist ein falscher Monat, das falsche Quartal für so ein Spielchen, ja. Wir haben das letzte Woche schon gesehen, da haben wir gesagt auch, lasst den hier runter bis 700 kommen, gebt dem Raum, das waren damals auch 150 Punkte, und er hatte sich vorher die letzten zwei Tage gefühlt nur 30 Punkte am Tag bewegt. Ne, also deswegen jetzt hier nicht zum Dienstag jetzt denken, der bewegt sich nicht, weil er zum Montag nur 30 Punkte gemacht hat, und dann wird man oben raus richtig überrascht, weil man nach 50 Punkten gesagt hat, na, hier ist jetzt aber Feierabend. Also der kann, wenn er will, der hat, also es ist alle Ampeln grün hier, muss man so sagen. Das, wenn er noch die 900 rausnimmt, die 940, da gibt's keine technischen Argumente, warum er runter sollte. Ne, also der hat dann alle Signale auf seiner Seite. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Und natürlich kann das ein Fehlsignal werden, aber die Signale haben ja nicht ohne Grund ihre Gültigkeit in die Richtung, weil sie eben häufiger in diese Richtung auch wirken. Und von daher bin ich weiterhin der Meinung, oberhalb von 949, hier Kopf runter für diejenigen, die Shorts haben wollen, dann vielleicht einfach mal kurz ein bisschen weggucken, den machen lassen. Die Long wollen, die haben dort ihren Vorteil einfach jetzt. Long-Positionen dürften da ein bisschen leichter von der Hand gehen, auch wenn sie ja schwieriger anlaufen. Das haben wir die letzten Tage schon mal ein bisschen auseinandergenommen, ne? Dass einfach ein Short schneller anläuft wie ein Long und Long ewig auf dem Einstand rumtanzt, bis der richtig, richtig Dynamik dann einfach über die Zeitachse hinten raus spielen kann. Ja, aber unten raus ist wirklich, also da, ja, Fehlausbruch, alles möglich, aber da will ich ihn erst unter 48 sehen. Vorher nehme ich das Wort Fehlausbruch gar nicht in den Mund. Ich will ihn sehen, dass er Schwäche wieder reinkriegt, dass er abknackt, dass er die Verkeilung auflöst, sind die 37
Und dann kann man so ab, ich sag mal, ab 8,40, 8,20, 800, dann kann man die Punkte sich dann auch holen halt. Ne? Das fände ich legitim. Und wie gesagt, hier unten wird es, wenn es später mal tiefer kommt, später mal, dann wird es da unten eh interessant. Wir haben die Wahl rückt näher, ne? Deutsche Bundestagswahl rückt näher. Ist gar nicht mehr so lange hin, das sind jetzt noch knapp 3 Wochen, 3, 4 Wochen. Natürlich um den Septemberverfall rum, das wird schon ordentlich knistern. Also. Dieses ruhige Geeier, was wir hier momentan haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das noch lange legt. Also könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man, ich meine, im VDAX lässt sich nicht handeln, aber vielleicht auf dem VSTOXX, ob der jetzt so viel Wohler aufnimmt. Aber es ist schon, ja, es ist eine Wahl in Deutschland. Man muss sagen, Wahlen in Deutschland sind absolut nicht vergleichbar mit Wahlen in Amerika, ne? Also wer jetzt hier dann damit rechnet, dass der DAX irgendwo 800 Punkte Downgap macht, wie das zu einer US-Wahl passiert, also Entschuldigung, dafür ist Deutschland zu so unwichtig im Weltmarkt. Deutschland hat eine gewisse Dominanz, auch im europäischen Bereich, hat einfach massiv viele Einwohner, ist damit ein großer Konsummarkt, einfach ein großer Zielmarkt für viele Länder. Und daher ist es schon wichtig, wie die Regierung stellt. Aber ich habe das jetzt so von Bundestagswahl zu Bundestagswahl zu Bundestagswahl zu Bundestagswahl, weiß ich nicht. Also egal, wie schlimm man die Ergebnisse geredet hat, irgendwie hat sich der DAX in der Vergangenheit nie bewegt. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass eben im Verfall, einfach weil der Verfall ein paar Tage vorher liegt, die Leute einfach ihre Chance dort sehen und so unter dem Deckmantel der anstehenden Wahl halt einfach den Markt so schieben, wie sie ihn brauchen. Ne? Und da rechne ich schon in den nächsten 3 Wochen hier mit deutlich wieder anziehender Volatilität, mit deutlich anziehender Bewegung. Vielleicht holt er uns auch oben nochmal ein paar Stops raus, vielleicht macht er nochmal ein paar Punkte, bevor er sich dann auch mal deutlicher zurückzieht. Das ist ja im August, September, das sind die Monate, wo wir einfach statistisch häufiger ausgeprägtere Abwärtsbewegungen sehen. Das ist einfach so, das ist auch nicht von der Hand zu reden. Und momentan kann man bloß sagen, er bestätigt keine Signale dahingehend. Ja, das heißt, jetzt hier großartig schon aktiv zu werden, ist vielleicht nicht unbedingt der beste Ratgeber, weil vielleicht einfach auch noch ein, zwei Hochs kommen können. Muss nicht, aber es kann. Und von daher würde ich sagen, wir beobachten weiterhin Tag für Tag hier. Wo haben wir die Short-Trigger? Wo klappt uns was wie nach unten um? Und wo sollten wir vielleicht einfach den Kopf runternehmen, einfach weil gegebenenfalls noch 100, 200, 300 Punkte nach oben schnell kommen können. Und das ist jetzt hier auch weiterhin so der Punkt, dass ich sagen würde, überhalb 900, 49 möchte ich persönlich da nicht unbedingt was Short aussetzen, weil der kann halt auch schnell, der kann definitiv einen Fehlausbruch machen, aber der kann eben auch einfach mal ganz schnell bei 16, 230 stehen und dann würde ich ziemlich kotzen, wenn ich da einen Short noch drin hätte und an einem Punkt, wo ein Abwärtstrend bricht und ich meine Position irgendwie ein bisschen dahingehend angepasst hätte. Das würde mich persönlich einfach ärgern. Ja, und deswegen sprechen wir darüber, was das für eine Auswirkung hat, wenn der Markt jetzt hier ein bisschen Volumen aufnimmt und steigt. Na, damit sich der ein oder andere vielleicht dann eben auch nicht ärgern muss, wenn der Markt hier oben steht und man hier unten vielleicht irgendwo short war. Ja, weil man, wenn das ein Fehlsignal wird, kann man sich immer noch dem anfügen oder dem fügen, dem anpassen. Momentan gibt er keine Signale. Es ist eine leichte Verkeilung, das ist so ein bisschen so eine, ja, leichte Vorsicht, aber ich würde trotzdem sagen, solange der nicht nach unten umklappt, solange der keine 840 bringt, 800, ist es noch zu früh, einfach halt, ne? Da jetzt hier irgendwie tiefe Kurse auszurufen. Ne? Wir haben zwar immer noch die fallenden Tiefs, es hält da auch immer noch akut. Ne? Also, das ist immer noch ein tieferes Hoch hier, was sie hier gestellt hat. Ne? Das ist kein tieferes Tief mehr, definitiv nicht, aber es ist auch noch kein höheres Hoch drin. Ja, Punkt, aus. Ende vom Lied, bleibt alles dabei. Oben 949, unten die 840, 400, 840, 800. Und ja, wenn oben nichts kommt und unten nichts kommt, dann geht es erstmal noch ein bisschen zur Seite. Das muss man dann halt auch einplanen. Im Tagesschart können wir noch kurz drauf gucken. Sieht jetzt nicht ganz so katastrophal aus, sieht ein bisschen positiv sogar aus. Man muss ganz klar sagen, Amerikaner sehen deutlich positiver aus. Also da kann unser DAX wirklich gar nichts dran abtun, sich da irgendwie mal zu überreden, da mitzugehen. Also da hat er, der wehrt er sich momentan mit jeglicher Form, also wie als wäre es irgendwie eine Impfspritze, die ihm wehtun würde. Ich weiß es nicht, was für Komplexe hat. Auf jeden Fall scheinen sich die Leute ich sag mal, im globalen Bereich nicht unbedingt vor der Bundestagswahl für unbedingt deutsche Aktienwerte zu interessieren. Weiß nicht, könnte man jetzt hier rauslesen. Ja, das ist schon, also es ist schon auffällig, dass er zurückbleibt. Aber
Da kann er, man sieht das immer wieder, mal läuft der Dow vor, mal läuft der DAX vor. Es ist, am Ende sind sie immer wieder gleich. Haben sogar erstaunlicherweise dann immer wieder ähnliche Renditen auch, ne, die sie einholen, aber mal bewegt sich der eine mehr, mal der andere. Es ist halt einfach ein Kommen und Gehen. Ich würde deswegen nicht darauf schließen, dass der eine dem anderen hinterher machen muss. Nachher geht man im DAX Long, weil man denkt, ja, der muss ja den Amerikanern hinterher. In dem Moment kommen die Amerikaner aber plötzlich mal 300, 400 Punkte zurück und unser DAX schiebt eben auch nochmal 100 zurück. Ja, und dann ärgert man sich auch, wie die, also einfach, also ich fahre damit besser, im DAX auf die Signale zu gucken und die dort zu beachten. Und wenn ich sehe, dass die Amerikaner stark sind, dann werden die Amerikaner long gehandelt. Ne? Oder wenn ich sehe, dass dort Schwäche reinkommt, dann handle ich die dort schwach. Ne? Also das, was ich sehe, das wird auch gehandelt. Ne? Handle das, was du siehst, ist ja nicht umsonst hier ein wichtiges Leitwort oder wie sagt man, ne? Börsenregel. Ne? Gut, also wir sehen auch im Tagesschart. Hier muss ein bisschen was passieren. Also mindestens mal unter einer 15.600 müsste mir auf der Ebene raus, dass ich sagen würde, okay, jetzt bringt uns der Tagesschart ein Verkaufssignal. Ich fände hier weiterhin interessant, irgendwann mal die 15.200 dann zu unterbieten und Richtung 200-Tage-Linie zu gehen. Aber auch dafür stand hier noch zu früh, gibt er noch keine Signale, hat hier eben oben raus auch noch mögliche Ziele, die da im Bereich um die 250 noch liegen. Ne? Unten untergeordnet war es die 230. Und ja, es ist nicht positiv, es ist nicht, also doch, es ist positiv. Es ist noch nicht negativ, kann man nicht negativ auslegen. Man kann eine Trendschwäche rein analysieren, das tun wir schon seit ein paar Wochen, weil er einfach die neuen Allzeithochs nicht mehr annimmt und immer wieder nach unten zieht. Ne, das ist einfach eine Vorsicht, die offenbar im Markt drin liegt. Leute also verkaufen neue Allzeithochs und nehmen dort Gewinne lieber raus, sichern die einfach. Kann auch sein, dass dort Hedge-Geschäfte einfach eröffnet werden, die den Markt dann eben ausbremsen an einem weiteren Anstieg, weil jemand, der gehedged ist, der kauft nur nicht zu, halt, ne, der wartet einfach, um irgendwann den Hedge abbauen zu können. Und ja, ob die jetzt vor der Bundestagswahl da jetzt auflösen, glaube ich eher nicht. Von daher, ich denke, es wird die nächsten 3 Wochen noch interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir oben nochmal ein bisschen rumpeln. Sehe aber doch, also ich sehe auch, wenn die Chart dann, auch wenn wir das Signal nicht kriegen, sehe ich, glaube ich, das Potenzial für die nächsten Wochen schon eher auf der Unterseite. Und könnte mir vorstellen, dass wir oben halt einfach wirklich bloß noch so punktuell einfach rausreißen. Deswegen, das hat man vor ein paar Wochen auch schon immer wieder betont. Ich möchte ab einem gewissen Niveau, ich glaube, das war auch in der Phase hier, wo diese Flagge war, habe mir das ganz deutlich immer wieder gesagt, ich möchte oberhalb eigentlich jetzt keine langfristigen Positionen aufbauen, kurzfristig Long mitgehen, auf jeden Fall Short-Positionen rausnehmen in dem Moment, wo uns nach oben Signale liefert. Das ist jetzt auch wieder so ein Punkt. Ne? Hier hat man so eine kleine Flagge, die wurde nach oben gelöst. Hier haben wir jetzt auch wieder so eine Art kleine Flagge, die jetzt nach oben gelöst wird. Ist das für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, muss ich nicht unbedingt Short drin sitzen, möchte ich nicht. Ich möchte Short drin sitzen, wenn Schwäche kommt, wenn der Markt nach unten Dynamik entfaltet. Ich möchte nicht Short drin sitzen, wenn er nach oben Dynamik entfaltet. Ne? Und deswegen wäre das für mich auch wieder bloß ein Punkt, wo ich sage, kurzfristig Long-Position, ja, würde ich machen. Mittelfristig, glaube ich, würde nicht drum rumkommen, da nochmal die 200-Tage-Linie alsbald abzuklatschen. Ne? Also auch innerhalb, also glaube, denke ich schon, dass wir die dieses Jahr nochmal sehen. Ja. Punkt, aus, Ende. Mehr kann ich euch nicht mitgeben. Wird es damit hier dann auch schließen, das Video. Wünsche euch zum Dienstag viel Erfolg. Guckt mal ein bisschen auf die 900, auf die 940, guckt mal auf die 840. Und wie gesagt, dazwischen brennt auch erstmal nichts an. Lasten halt seitwärts schieben. Ja. Also muss man auch nicht erwürgen, den Kerl. Dann reagiert halt auch nicht drauf, der Typ. Ne? Also, das ist ihm scheißegal. Kann man Geld verlieren und reinwerfen, wie man möchte, verbrennen. Das ist dem echt egal. Ja. Gut, ja, also jetzt wird es interessant. Monatswechsel, 31. dann der 1.9. Definitiv, das sind jetzt 2 schön interessante Tage. Und dann geht es langsam echt auf den Septemberverfall zu. Und ich glaube, da kriegt man wieder ein bisschen mehr Volatilität dann auch rein. Gut, alles klar. Ich wünsche euch was und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.